So, hallo Leute, time to frag, time for Half-Life Alyx. Und zwar spiele ich den Mod weiter, Overcharge. Kurz noch wieder zwei, drei Eingangssätze. Bei mir findet ihr in der Regel, wie mein Channel-Name das schon vermittelt. VR Gaming, einige Let's Plays und immer mal wieder neue Spiele, die ich ausprobiere und wo ihr halt meine Eindrücke mitnehmen könnt. Und einige Erklärbärs in Bezug auf die Quest und Virtual Desktop als Wireless-Lösung etc. Gut, machen wir also weiter mit Overcharge. Prösterchen. Ich habe eben noch ein paar Erdnüsse gehabt. Die klemmen mir noch zwischen den Zähnen. So. Hört sich hier ziemlich abgefahren an. Hier ist aber auch nichts mehr. Ich checke gerade, wie es hier so im Allgemeinen ausschaut, in Sachen Munition. Der ist tot, ne? Was haben wir hier denn? Noch eine richtig volle Pulle. Normalerweise stehen diese Typen halt auf und belästigen einen noch. Aber das scheinen sie in diesem Fall nicht zu tun. Lade ich gleich mal nach. Okay. Handgranate oder noch so ein Viech. Sind die denn wirklich alle tot? Pass auf, die stehen gleich auf und greifen mich alle an. Oh, cool. Hier auch einer. Was ist los? Ups. Mich leider nicht hoch, ne? Schade. Kisten stapeln wird auch nicht gehen. Na gut. Also falls die hier alle aufwachen, man weiß ja nie, werde ich mal meine Schrotflinte in der Hand behalten. Hier ist wieder das klassische Chesterfield Lager, aber leer. Ärgerlich.
Es geht ab, Jungs. Alles gut? Holla, die Waldfee. Ich hab mir doch gedacht, dass diese ganzen Viecher wach werden. Mann, Mann, Mann. Ich habe fast meine ganze Schrotflintenmunition verbraucht. Macht aber nichts. Ich hätte auch natürlich auch diese Explodierdinger benutzen können. Habe ich aber nicht. Muss ich durch, ne? Ja, hier gibt es nichts mehr. Ja, geht es bestimmt gleich weiter. Da oben. Dann würde ich mal weitermachen, ne? Also Overcharge, um das nochmal relativ am Anfang dieses Levels zu sagen, ist wirklich ein ziemlich geiler Mod. Nicht ein ziemlich geiler, ein richtig geiler. Ah, hier geht's bestimmt fleißig durch das Gebäude dann am Ende da rein. Und auch schön ineinander verschachtelt. Ich weiß gar nicht, wie die das so gut hinbekommen haben. Ich habe mich ja noch nie mit dem Workbench auseinandergesetzt. Speicherung und nehme das Ding mal mit hier. Oh, oh, Munition. Nee, doch nicht. Nee, ich dachte. Achso, da ist ja noch mal eine Lebensenergie, die ich hätte mitnehmen können. Was baumelt das da rum? Los, komm. Sehr schön. Ah. Ich stand auf dem Kabel. Das ist natürlich mal blöd. Aber eins ist sicher, hier ist richtig, richtig was los, ne? Ich kann mit rechts einfach viel besser werfen. Okay.
Wow. Viel Moon verbraten und viel Lebensenergie. Wo seid ihr? Oh, da ist noch Munition. Sehr schön. Okay, dann muss ich wohl da hoch. Wow. Was ist das jetzt? Nee, noch nicht. Waren das beide? Was war das? Der Granatwerfer wäre natürlich eine feine Sache jetzt. Oh, das kenne ich hier alles. Das finde ich auch. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Aber das finde ich auch besonders geil an diesem Spiel. Dass man plötzlich
in Regionen sich vorfindet, wo man ja schon gewesen ist. Teller brauche ich nicht, ne? Wieder zwei Lebensenergie. Da kommen doch bestimmt welche raus, ne? Sehr geiles Level, Leute. Extrem sehr geiles Level. Noch eine Handgranate. Ich hätte an und dazu mal echt den nicht kaputt, ne? Ist ja auch kein Griff dran, nicht Dussel. Na gut. Ich hätte mal quasi diesen das Laservisier nehmen sollen. Ah, schon wieder. Ist klar. Hast du was dabei? Nee. Das jetzt? Das war's. Ey, ich bin durch. Cool. Leute, das war Overcharge. Gucken wir uns hier nochmal den Abspann an, weil echt großartig gemacht für so einen Umsonst-Mod. Wie lange habe ich jetzt gespielt? Na, 1,5 Stunden tippe ich. Können wir nochmal nachgucken. Sehr geil, wirklich. Am Anfang habe ich ja gedacht, ey, es ist nicht immer alles optimal, darum 4 Sterne, aber insgesamt ist das qualitativ so gut, dass man hier echt ruhigen Gewissens 5 Sterne für den Mod vergeben kann. Die haben sich echt fein Mühe gegeben und das gefällt sehr gut. Sehr cool. Sehr cool. Okay. Dann habe ich den ersten ja durch, ne? Das nächste wäre dann zum Beispiel Spaceport. Ach so.
Neues Spiel starten. Add-on. Spaceport. Schwierigkeit. Leicht. Teleportation, Bildschirmblenden dabei. Nee, Teleportation nicht. Handorientierung rechts. Ja, ich möchte jetzt nicht ein weiteres Let's Play on Demand anhängen, aber wenigstens mal kurz reinschauen, was mich erwartet in Spaceport. Das ist ein Spaceport. Sieht ein bisschen anders aus vom Design her. Wie das Original Half-Life Alyx. Das habe ich, nur den Scanner. Fußball. Eine Waffe. Ich mache mal hier eine Speicherung im Spaceport. Ich will gar nicht zu viel machen, aber ihr seht, ein echter Spaceport, ne? Cool. Cool. Wie gesagt, ich will ja nicht zu viel machen, aber irgendwie hat es mich, ne? Kann ich überhaupt irgendwas pimpen? Ich meine, ich habe da noch keine Polymere. Reflexvisier. Brauche ich das? Laservisier ist viel cooler. Und jetzt kann ich hier wahrscheinlich einfach eine Tür öffnen und loslegen, ne? Sehr cool. Was ist das denn? Ah! Schnuffige, ach, das geht ja gar nicht. Ich dussel. Oh. Ja, Leute, ich wollte das ja gar nicht ausprobieren, ne? Aber ich tue es trotzdem. Oh. Und jetzt? Was brauche ich denn jetzt? Oh, das sind noch mehr. Okay. Er verfolgt mich aber irgendwann nicht mehr. Kann ich auch die Tür zumachen? Also man muss hier scheinbar ganz gut zielen und man muss sparsam mit der Munition umgehen. Okay. An der Stelle Schluss. Kann ich den auch fangen? Ich habe ihn gefangen. Sowas.
Seht ihr, das wusste ich noch gar nicht. Was mache ich jetzt mit ihm? Oh, da ist Lebensenergie. Tja, gibt es hier irgendwo so eine Art Quirl oder so, wo ich den reinstecken kann? Die Kiste vielleicht. Das wäre doch was. Ne, geht nicht. Ach, schade. Ja, auf jeden Fall braucht man Munition, um weiterzumachen. Ui. Es geht hier ab. Da kommt er wieder. Okay, an dieser Stelle mache ich Schluss. Ich will jetzt nicht zu viel vorweg spielen. Auf jeden Fall stelle ich fest, ich muss besser zielen. Da habe ich ihn wieder. Ist ja auch echt fies, ne? Das Ding. Wie er zappelt. Ah, ich könnte ihn aber da runterschmeißen, ne? Das wäre doch was. Ich will ja eigentlich Schluss machen, Leute. Tschüss. Der hat tatsächlich überlebt. Hammer. Guti-Tuti. Dann verschwinden wir mal von diesem Spaceport hier, den wir als nächstes ausprobieren werden. Oder auch irgendwas anderes, weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall interessante, coole Mods, die es hier so zu entdecken gibt. Wo ist mein... Da ist er. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, Overcharge. Müsst ihr machen, müsst ihr spielen, wenn ihr Half-Life durch habt. Ich probiere für euch den nächsten Kram aus. Für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, für ein Abo sowieso. Haut rein, schmeckt fein, wir sehen uns.